So, Pyros. Wir waren bei Beisel Pyrotechnik. Wir sind gerade zu Hause angekommen. Das ist meine Ausbeutung dieses Mal. Sehr, sehr viel sieht es erstmal aus. Ich glaube, so viel ist es im Endeffekt gar nicht. Das haben wir geschenkt bekommen. Da gucken wir gleich mal rein. Weiß ich gar nicht, was drin ist. Das sind unsere Bestellungen. Da ist auch was von ihm noch dabei. In dem Karton da. Ich würde sagen, wir fangen aber zuerst bei meiner Bestellung an. Und dann gehen wir da rein. Und Leute, wenn euch sowas gefällt, gerne Like und Abo da lassen, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Mal wieder ein Unboxing hier auf dem Channel. Ich habe das ja selbst gepackt, weil, also die Leute, die Einkaufstour gesehen haben, wissen, was da drin ist, aber da also nicht. Wir machen einfach schnell. Wir haben hier ein Display Silberheuler von Funke. Wir haben zweimal die Springteufel 1. Unfassbar geiles Teil, freue ich mich drauf. Meine erstes Mal, dass ich das dann verzünde. Dann haben wir hier einmal Amandra, 13 Schüsse und Opal, 13 Schüsse. Die haben unfassbar geiles Design, freue ich mich drauf. Wir haben sehr viel Abwechslung dieses Jahr tatsächlich. Hatte ich noch nie so. So, das seht ihr auch, Kevin und Lukas, ist nämlich unser gemeinsames Paket. Das haben wir uns noch spontan dazu entschieden, bei Beißel mitzunehmen. Danke Andreas auf jeden Fall, dass wir das machen durften. Und zwar ein paar Duftheuler. Ich kann noch einmal meine rauslegen. Ich hatte zwei blaue und drei rote. Zweimal blau und dreimal rot. Dreimal rot. Und der Rest ist von Lukas. Ja, und meine Bestellung ist dreimal rot, zweimal blau und fünfmal gelb, ja. Und die sind alle F1. Das ist nämlich das Geile dahinter, dass die halt alle F1 sind. Da kann man die richtig schön auch unterm Jahr zünden. Ne? Genau. Dann kannst du das einfach auf die Seite stellen oder so. Ist deins. So, dann schneiden wir den Karton auch noch auf. Auch wenn es relativ nutzlos ist, machen wir trotzdem. Da ist nämlich 8-mal das Gleiche drin. Viele würden sich jetzt denken, warum 8-mal? Warum ist das so? Ich liebe diese Batterie. Ich wollte das eigentlich mit der Expression machen. Da habe ich mir dann gedacht, wir machen es hiermit. Und zwar einfach ein Verbund. Und dann habe ich hier 8-mal die gute alte Ultramarine. Unfassbar geile Batterie. Richtig, richtig geile Batterie. Design auch richtig schön. Ich liebe diesen blauen Effekt mit den goldenen Sternen. Das ist wirklich mega geil. Und deswegen, ich habe die 8-mal. Damit wollen wir ein paar coole Sachen bauen. Vielleicht bauen wir auch irgendwie so einen Dreifachfächer oder so. Gucken wir, was wir damit dann an Silvester anstellen. Aber die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ihr dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel guten Content bekommt. Kannst du das mal kurz einfach neben dran? Ja, egal. Und jetzt kommen wir zu dem Highlight auch von mir. Geh mal ein bisschen aus dem Licht. Ich würde sagen, ich stelle mich hier vorne dran hin und du holst immer das raus, was oben ist, damit es so einen Wow-Effekt gibt. Ne? Okay. Weil ich weiß ja auch noch nicht, was drin ist. Also, wir haben hier einmal Keep on Burning. Keep on Burning. Von? Leg mal hier ins Licht. Leslie. Von Leslie. Raketen drin, verschiedene. Ist richtig geil. Ich habe mir dieses Jahr noch kein einziges Raketenset gekauft. Ich habe alles nur von Beisel gesponsert bekommen. Dankeschön, auf jeden Fall. Ja, und hier unten halt noch so Einzelteile von Beisel. Von Leslie. So, drauf haben wir jetzt. Dann haben wir hier Color Me Crazy. Kalami Crazy. Auch von Leslie, ne? Schönes F1 Sortiment. Das ist nicht F1. Das hatten wir sogar im Lager gesehen, ja? Stimmt, das ist F1. Nee, das ist F2. Nee, F1. Hä, aber hier steht F2. Echt? Da steht Cut F2. Auf der rechten Seite steht irgendwie F1. Da steht F1, da steht F2. Irgendwie ein Produkt ist F2, das andere F1. Ah, ich weiß wieso. In Deutschland ist es F2. Das hier ist irgendwas anderes. Da steht Fontaine Fur Gebrüh. Ah, das sind die F1 Fontaine, die da dran sind. Ja, keine Ahnung. Beides. Dann haben wir hier eine schöne Karte von Beisel. Ja, die bekommt sicherlich jeder, der dieses Jahr noch bei Beisel bestellt. Gehe ich mal von aus. Kann gut sein, tatsächlich. Kann gut sein. Dass es ein Paket mit drin ist. Richtig cooles Design auf jeden Fall. Dann haben wir was vom Panda. Die Defender. Defender. Ja. Kenn ich gar nicht. Hab noch nicht viel von Panda tatsächlich gehabt. Also dieses Jahr gibt es hier eine fette Auswahl auf jeden Fall an Zeug. Panda Cube. Och, geh mir weg mit Kanonenschläge. Kanonenschläge sind einfach das Beste und die werden wir für euch ausgiebig testen. Kevin, der freut sich schon darauf. Nein,
ich muss dazu kurz sagen, alle Videos, die ich hochgeladen habe, wo Kubis mit drinnen waren, wurden gesperrt. Du musst halt damit richtig umgehen. Die müssen auf den Boden gestellt werden, angezündet werden. Ja. Aber die haben tatsächlich diesmal Papierköpfe. Ja. Das geil. Ist neu. Die werden mit Papier geschützt. Dann haben so. Wir hier eine Neuheit, die Black Bravo von Elgato, schöne Schwarzpulverböller. Ich muss sagen, für Schwarzpulverböller sind sie nicht schlecht. Wie sehen die eigentlich aus? Das sind so spanische Köpfe, glaube ich. Boah, sehr hochwertig. Ja, die sehen tatsächlich gut aus. Boah. Mit Vollbrenner. Ja. Ich finde die nicht schlecht, sage ich ehrlich, für normale Schwarzpulverböller. Wenn die jetzt noch BKS hätten, ja. Dann wären es F3. So, was kommt jetzt? Haben wir hier richtig fette. Alter! Okay. What the die fuck, Panda? Red, keine Ahnung was. Mr. Big. Mr. Big. Mr. Big. Oh, Leute, ihr müsst wissen, wir waren gerade 12 Stunden lang bei Beißen und sind jetzt wieder heimgekommen. Okay, sind so am Arsch. Ja, auf jeden Fall hier. Mr. Big Raketensortiment. Das sind 5 fette Raketendinge. Ja, da habe ich dieses Jahr auch Raketen zum Glück. So, dann kommen wir jetzt hier. So, diese Batterie hier von Panda. Boah, die habe ich sogar im Lager gesehen. Forest. Kenn ich nicht. Da haben wir viele Tests dieses Jahr. Jo. Sag ich ehrlich. Kann man aber gut alles in so eine Vorfreude-Mische auch mit reinmachen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Artikel. Oh, Moskitos. Moskitos. Da weiß ich schon, wem es gefällt. Dann haben wir hier 2 Neuheiten von Beißel. Ah ja, okay. Wir haben sie von Beißel. Oh, die Blinky. Schöne Blinky-Effekte. Blinky, Neuheit von Beißel. Und andere Neuheit? Und die Goldie. Goldie. Beide 16 Töse. Sehr geil, freue ich mich drauf, die zu testen auf jeden Fall. Beißel-Eigenprodukte auch immer geil. So. Dann. Von Panda. 30 mm oder? Ja, nee, 30 Schuss. 30 Schuss. Da steht. 30 Meter. Nö, steht keine Röhre dabei. Aber auf jeden Fall eine Batterie namens Sunbeam. Können wir mal sehen. Sunbeam. Sieht wie 20. 20 oder 25. 25. Ja. Auf jeden Fall eine coole Batterie von Panda. Die Sunbeam. Sunbeam. Profi-Highlight steht dabei. So sehen die Effekte aus. Nee, das ist nie real. Das ist nie real. Dann so, wir noch mehr von Panda. Was ist das? Wir haben voll das Panda-Paket. Rauchende Coals. Rauchende Coals. Ja. Auch eine Batterie. Zippt die Schuss. Sieht wie Crackling aus vielleicht. Ah, das, vielleicht könnte das einfach so eine Schnellschüsse sein, weißt du? Nee, 55 Sekunden brennt aber. Boah, und dann 70 Schuss. Ja. So, was ist das? Amor? Amor? Nee, Avior. 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 Nix Avior. Amor. Von der Marke Leslie, oder? Von Leslie. Eine Fächerbatterie. 30 mm, glaube ich. Boah. Richtig krass. Das, da gibt es auf jeden Fall einige Testvideos. So. Dann haben wir hier noch die Powerbox Medium. Das ist ein Verbund von Beißel, ne? Stell dir mal hier hin. Das ist von Beißel. Echt? Ja. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, warte. Von Beißel selbst, Eigenmarke. Die Powerbox Medium. Selbst von Beißel. Krass, Digga. Sogar mit Fächereffekt. Ja. Krasses Teil auf jeden Fall. Genau. Werden wir auch testen. So. Und ja, Leute, das war auf jeden Fall das Unboxing. Das war einmal meine Bestellung, ein Teil. Was anderes kommt noch. Und das ist das Geschenk von Beißel. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an das Beißel-Team für den heutigen Tag und für diese Bestellung. Einiges an Stuff dabei. Ich freue mich richtig, das zu verzünden an Silvester und auch zu testen. Sehr viel dabei, weil ich auch noch nie hatte in meinem Leben. Ja, würde ich damit sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Ciao.